was in diesem Video passieren wird. Die Frau, die du später heiraten wirst, okay, du warst mit der 5 Jahre zusammen. Du siehst das Video, du siehst einfach Videos von der, wie die in irgendeine Box reingeht mit einem voll tätowierten Onkel mit Bodycount 100, Freaky Temptation Island Gänger, der ihr fremd geht, trotzdem mit ihm rummacht und mit ihm 50 Stunden Blind Date im Dunkel von Mike Wallas. Okay. Lass ein Like da, kommentiert die freakigste Stelle mit Timestamp in den Kommentaren und abonniert diesen Channel. Timeout subtrahiert, Bachelor. Dieses Blind Date dauert 50 Stunden. Digga, 50 Stunden, ich geb's ein Bug, ich werd freaky. In abs... Freaky! Absoluter Dunkelheit. Absoluter Dunkelheit? Jetzt dürfen wir uns 2 Tage lang nicht sehen, oder wie? Ja, erst am... Ich ziehe meine Hose auf. Ende. Und bevor das Licht angeht, müssen beide entscheiden, ob sie die Box als Paar verlassen oder sich nie wieder sehen dürfen. Das ist... Hätte gar keinen Bock. Bro, Elana, come on. Schon crazy. Kann man sich in jemanden verlieben, den man noch nie... Die faken sogar. ...gesehen hat? Und was passiert, wenn man im Dunkeln die Frau heimlich austauscht? Hey, du hast doch vorher keine Fingernägel. Das ist kann... Oha. Frau ausgetauscht, ist crazy. Manchmal wünsche ich mir, du hast den Zuschauer. Das hab ich nicht kommen sehen. What the fuck? Buongiorno. Wo ist deine Hand? Ich geb dir einfach mal die Hand. Es ist einfach so. Hä, aber das Mädchen ist Loki sehr fresh. Und der ist so full tätowiert da mit so komischen Tribals. Was sind das bitte für Tats? Ich hätte sag mal wirklich WL Tats. Der Typ ist so ugly. Ja, ernst, Digga. Lil Peep, der hat sogar Face Tat mit einem Messer oder so. Ich hab 0,0 Möglichkeit herauszufinden, ob sie hübsch ist. Hölle? Wie kommt man auf den Gedanken, so Tats zu machen? Attraktiv. Ey, das wird halt auch psychisch extrem hart. Ich weiß. Was so gar nicht mein Fall wäre, ein Blond. Hä, die ist besonders, Chat. Von 1 bis 10, was sagt ihr? Wer würde machen? 1 ja, 2 nein. Blauen Augen. Tattoos ist mir wichtig, ja. Ich bin ja auch tätowiert. Stell dir mal vor, ich wäre mit einer, die gar keine Tattoos hat. Upsi. Ich denke mir halt nur so. Alle würden machen. Okay, guck. Valentina würde ihre Mumu lecken. Guck mal, das sind 50 Stunden, ne? Was sollen denn in 50 Stunden passieren? Naja, so einiges. Was war das? Ich weiß. Oh, die ist tied up. Was? Ich weiß, was es ist, aber es ist so ekelhaft. Denn Bella würde auch. Alle 10 Stunden gibt es eine Challenge, die die Box verbessern oder auch verschlechtern kann. Lass, die erste Challenge geht los. Hast du's? Okay, perfekt. Gut, dass sie nicht beim Date dabei ist. Das Ding ist ja auch, was mache ich denn, wenn die mich erkennen von der Stimme? Ah, ich heiße Carina. Hallo Carina. Ich sag dir, wie es ist, jeder. Chat, würdet ihr bricked up gehen, nur von der Stimme? Keep this in Bug, 1, 2, 3. Temptation Island VIP Staffel 3 angeguckt. Und was ist, wenn die dann sagt, warte mal, du bist der Spasti? Na, Vertrauen, niemand kennt. Ich darf dir... Vertrauen, Bro, niemand kennt deinen Arsch. Leider nicht sagen, wie ich heiße. Du wirst es irgendwann, wirst du es verstehen. Aber jetzt darf ich es nicht sagen. Ah, okay. Ich kann. Ich dachte, ich würde so lachen. Ich kann schon vorstellen, dass ich nach einer Zeit vielleicht ein bisschen genervt werde. Spasti. Eure erste Challenge startet jetzt. Okay. Hierfür wird ein 10 Meter langes Seil von Carinas linkem Arm zu Flockes linkem Arm gelegt und ein bisschen verheddert. Die rechten Hände brauchen wir jetzt erstmal nicht. Okay, jetzt wird's cool. Digga, was ist das bitte für ein freaky ass Ding? Wenn sie es innerhalb von 3 Minuten schaffen, das Freundschaftsbändchen von einem Handgelenk zum anderen zu fädeln, ist die Challenge geschafft. Die Zeit läuft ab jetzt. Okay. Du weißt, wo dein Arm ist? Ja. Ich folge dir einfach mit deinem Arm. Es ist bei mir links, ich taste mal. Ich könnte mir vorstellen, dass die Bestrafung wäre, dass wir tatsächlich nicht 50 Stunden, aber schon eine sehr lange Zeit angekettet bleiben. Ja, da hast du sogar recht. Darf ich sagen, was die Belohnung ist? Sag mal. Also das hier ist ein Willkommenspaket mit allen Sachen, die so wichtig sind fürs erste Date oder für manche erste Date. Chat, meint ihr die smashen 1, ja, 2, nein? Und auch der Grund, warum wir eine neue Box überhaupt uns leisten können. Ich kann die macht safe, oder? Das kann ich nicht glauben, dass ich das sagen kann. Ich freue mich so. Wir haben einen Sponsor. Also wirklich 50 Stunden mit deiner Frau in einem Raum, wo die ganze Zeit dunkel ist, nicht bricked up gehen und freaky werden, ist Loki unmöglich. 2 Minuten verbleibend. Du musst andere Seite, du musst andere Seite. Ja, okay. Die haben nichts anderes zu tun, außer schlafen da oder so. Oh, ey.
Ich hoffe, die schaffen es. Ich will, dass diese Flaschen reinkommen, weil die auch nicht checken dann im Dunkeln, welchen Geschmack sie überhaupt wählen. Die müssen niemals auf Cam. Die werden das ja nicht auf YouTube posten, Bro. Ich halt zufrieden gebe mit dem, was kommt. Das hat irgendwie gar kein Ende. Ich check's nicht. Ja, dort wäre irgendwann. Eine Minute verbleibend. Was steht hier? Ja, okay, hatte. Aber kriegen die das überhaupt hin? Also können die im Dunkeln. Aber dürfen die bitte duschen in 50 Stunden? Überhaupt diese Dinger drauf machen. Soll ich es ausprobieren? Oh mein Gott. Boah, das ist so fucking ich will gewinnen. Creepy. 10 Sekunden verbleibend. Carina, hast du schon mal Handschellen getragen? Nein, ich habe noch nie Handschellen getragen. Okay. Die sollen mal Wahrheit oder Pflicht spielen. Und immer wenn die was nicht machen, sollen die so 5 Shots nehmen auf einmal. Ups, das. Schon mal der Duftpart. Durch den wird dann aromatisierte Luft angesaugt und im Rachen als Geschmack wahrgenommen. Ich glaube, ich hab's. Oh mein Gott. Geil. Ist Pfirsich? Yes. Ja. Yeah. Freaky oder Pflicht? Ich hab's. Nein. Bevor wir gleich sehen, ob sie die Challenge in der Zeit geschafft haben, wenn ihr euch mehr Box-Videos wünscht, dann unterstützt uns, indem ihr euch Arab unter der ersten Linke der Videobeschreibung selbst anschaut. Ey! Sie haben unglaublich viele Challenge geschafft. Wir sehen halt gar nichts. Hä? Du drehst schon? Und mit der ersten Belohnung kann der romantischen Zeit zu zweit ja nun echt nichts mehr im Weg stehen. Oh, außer meine kleine Überraschung. What the f***? What the f***? Sie haben eine neue Voicemail. Oh, f***. Der Bro hat gar kein Game, sie hat sogar ein Hoodie an. Warte mal, freu dich noch nicht, das kann irgendein. Okay, hä? Hab ich das pre-watched? Nein. Geht auch nicht aus. Es kommt bestimmt irgendein Ex-Partner oder so. Wollen Sie die Voicemail abspielen? Ja! Ja! Das ist safe nichts Gutes, safe nicht. Hallo Kevin, ich hoffe, ich störe gerade den Date nicht. Aber falls es zwischen euch doch nicht funkt, ich bin gerne für dich da. Du warst mir im Fernsehen auch schon sehr sympathisch. Kevin? Ihr seid so ein Du heißt Kevin? Ich hasse euch so, ich hasse euch so. Nicht mal im Fernsehen kennt jemand meinen privaten Namen. Mikey, du bist ein Kevin. Niemand. Wie lame ist es, als grown-ass man rumzuheulen? Dass man Kevin heißt? Wen juckt das? Ich kenne, nennt mich Kevin. Nicht mal meine eigene Mutter nennt mich Kevin, Mike. Digga, der ist so corny. Ich will nie in meinem Leben so genannt werden. Ich habe mit meiner Ex-Freundin Schluss gemacht, weil sie mich einmal Kevin nannte. Kann ihn bitte einer berühren? Kevin. Hey. Willkommen. Okay, Casalver, ich habe den nächsten Stream einführen. Zurück. Komm. Wieder Leuten zuschauen. Ich habe hier gar keine Updates, weiß gar nicht, was passiert hier. Also bis jetzt läuft alles nach Plan. Es war so klar, es war so... Normal ist er Full-Ted, geil. So klar. Guck mal, wie sassy der ist, das macht der ich da. Ich kenne die aber nicht, ich kenne die Stimme nicht. Tja, du wirst sie noch kennenlernen, die Stimme. Hey, du hattest auf Woche keine Fingernägel. Oh mein Gott. Ich muss dir was sagen, komm kurz mit. Ich habe ein Geheimnis. Zick. Das ist das Klo. Ist das Klo? Ja. Welcher weiß ich, wie man Geld macht. Boah, es ist wirklich urkalt hier. Ja, und dunkel. So dunkel, dass man die ein oder anderen Annäherungsversuche vielleicht sogar übersehen kann. Was? Die hat einmal versucht, ihn so zu touchen? Sehen kann. Wann passiert was? Die will gefolgt werden. Die sagt, wann passiert was? Was? Ich kann mir gar nicht vorstellen, wo du gerade bist. Hier ist mein Arm. Ich bin so kurz in seinem Bizeps angekommen. Mit so einem Freak 50 Stunden? Ich will einfach kurz nappen. Was willst du machen? Was macht die? Ich will kurz nappen. Digga, hat der Louis Vuitton-Tattoo an seinem Bauch. Er ist so finished. Vielleicht ist es wirklich einfach schüchtern. Nappen? Wenn ich alleine wäre. Nicht mal er, das würde an meinem Ego kratzen. Hm. Das darf Ines ja nicht erfahren, okay? Du weißt, wie hart sie arbeitet. Und sie lebt für diese Dating-Videos. Aber hat selbst nie ein Date. Sie kann die ganze Zeit nur zuschauen. Also dachte ich mir, was, wenn wir ihr so ein kleines Mini-Blind-Date organisieren? Ja. Sie wird so überfordert sein. Kennst du wen, der spontan vorbeikommt? Willst du auf ein Date? Wir schauen auch gleichzeitig anderes. Das war nicht komisch. Wir haben nichts besprochen.
Es war urlaut. Was? Ich hab so laut gelacht. Oh, so Österreich. Es war urlaut. Ich hab mir einen Witz erzählt. Komm, Tamara, sag ihn. Sag ihn mir. Ich liebe Witz. Es war urlaut. War. Und während wir nicht lustig versuchten, unser Geheimnis zu bewahren, versuchte Carina immer noch das Rätsel um Flockes Desinteresse zu lösen. Huh. Also ich bin halt auch echt schlecht in Menschen kennenlernen. Wirklich? Der ist so sassy, bitte. Die will jetzt Ja. Ich mag das voll, ich lieb das. Ich hab halt keine Ahnung, ich hab immer so eine Schutzbarriere. Ich will irgendwie niemand an mich ranlassen. Was? Aber immer so Smalltalk-mäßig und feiern das, ja. Voll schade, was glaubst du, von wo das kommt? Er ist so sassy. Wie Scheiße erlebt. Was wir bis zu diesem Zeitpunkt nicht wussten, war, dass die Box für Flocke aufgrund seiner Vergangenheit eine besonders schwere Herausforderung war. Long story short, war zweimal im Kinderheim. Weil mein Stiefvater mich im Schweinestall angekettet hat und verprügelt hat. Und die Hotelgäste dann meinten so, ey, da schreit jemand um sein Leben. Und dann wurde ich ins Kinderheim gebracht. Ich bin wieder eingesperrt, das erste Mal nach 8 Jahren, wo ich schlechte Erfahrungen gemacht habe damit. Willkommen zur zweiten. Denkst du, er klaut Kupfer? So ein Kack, wie dir chillt. Das sind nur die ersten 8 Minuten gewesen. Ich hoffe, wir schaffen. Der Arme, ehrlich. Ja, aber der ist kein Kind, weil er soll mal chillen damit. Die Challenge, weil ich das Gefühl habe, dass es wirklich etwas mit unserer Schlafsituation zu tun hat. Challenge 2 wird so verpetzt, okay? Danke, Carina, für deinen Ehrgeiz. Und weil wir nicht so sind, wollen wir dir mit dieser Challenge bei deiner vergeblichen Romanze nun etwas unter die Arme greifen. Wir spielen nämlich Wahrheit oder Pflicht. Bro, bei mir auf der Arbeit haben wir sehr viel Kupfer. Kleiner Tipp, die Pflichtaufgaben erkennt man am alkoholischen Beigeschmack. Oh, strong. Ja, und die weniger strongen Drinks stehen für eine Wahrheit. Kriegen wir das hin? Ja, ich hab's nicht gecheckt. Die werden jetzt drunk, da werden die freaky. Bist du deppert? Bist du deppert? Die ist ja genauso dumm lustig wie ich. Okay. Die macht ja jeden Scheiß mit. Das macht sie halt auch wieder attraktiv. Dann sag uns doch mal, was findest du an Carina am attraktivsten? Komplimente, I love it. Ihre Stimme und ihren Humor. Na gut, Carina. Gib deinem Boxpartner eine einminütige... Die ist sehr bad. ...Massage. Wenn die jetzt nicht freaky wäre. Das ist wie Geschlechtsverkehr mit einer Rentnerin. Am Anfang komisch, aber irgendwie doch geil. Ich kann ihn nicht verteidigen, das ist der komischste Mensch. Nach einer Weile. Ja. Währenddessen suchten Tamara und ich noch immer nach einem Blind Date für meine Assistentin Ines. Und wir wurden sogar fündig. Das Problem dabei ist, diese Person ist... Hab IG von der gecheckt, die ist bad, bad. Ich will das auch sehen jetzt. Heißt sie Carina? Heißt sie Carina, Chat? Ja, ne, oder? Okay, komm, wir sehen. Wir sehen jetzt. Okay, Chat. 59k. Im Video war die besser. Was ist das für E-Girl Pose, Bro? Ist vielleicht gerade in einer offenen Beziehung. Wir müssen irgendwie rausfinden, wie sie das versteht. Ich versuche mal das. Hey. Hallo. Hast du wieder einen Witz erzählt? Ja, sie hat wieder einen Witz erzählt. Da geht's um... Würdest du da auch mitmachen? Hell nah. Mein Arsch wird da freaky werden. Und eine offene Beziehung. Dann würdet ihr 4K Aufnahmen haben, worauf ihr wichsen könnt. Und eine offene Beziehung? Ja. Wie findest du das? Wisst ihr, was mich... Die hat einen Undercut. Das ist so ugly. Wirklich interessiert? Flocke, hast du an Carina wirkliches Interesse? Ja, ich... Du mit wo es lehnt. Ich habe Interesse an ihr. Du hast Interesse an mir? Ich habe Interesse an ihn. Besser bald OnlyFans. Bis dato finde ich das alles ziemlich lustig mit dir. Und bei mir ist immer so, meine Freundin muss auch mein bester Kumpel sein. Mhm. Sonst macht das alles gar keinen Sinn. Mhm. Aber du hast Schlaghosen und das nervt mich immer noch. Oh, ich schwöre dir, sie sehen gut an mir aus. Also ich glaube, die würde tatsächlich auch schon ein bisschen rummachen wollen und sowas. Du bist ja ein richtiger Spurenleser. Aber um so einen Reinfall wie beim letzten Mal zu verhindern, fragen wir sie doch mal selbst. Carina, zeig uns mit Daumen hoch oder runter, ob du einen Kuss deines Boxpartners erwidern würdest. Ja, hoch, oder? Erwidern heißt hoch. Also... Hoch heißt nicht. Hört sie runter? Oder? Es heißt ja. Chat, ich bin dumm. Ja, was denn jetzt? Na, jetzt wird's hoffentlich in die Tat umgesetzt. Das muss eine Barb sein. Setzt. Chat, was hier bald kommt? Flocke, spiel die letzte Minute vor einem Kuss nach. Was? Wie spielt man denn so eine Minute davor? Weil ich kenne das normal nicht. Ich erinnere mich da nicht dran. Ja, die
einen halt wirklich freaky. Musst du meine Haare hinter mein Ohr und so. Oh mein Gott, sie ist richtig im Modus. Die lachen sich jetzt einen Arsch über uns ab. Ja. Okay. Die lachen sich einen Arsch über uns ab. Keine Sorge, ich küsse dich schon nicht. Okay. Ja, ja, Carina. In diesem Moment, Murat hat gesplashed. Das glaubst du wohl selber nicht. So. Kann man sich bewerben für das Format? Haben wir? Sorry. Er muss einfach von ihr angeputtet werden, GG. Ich dachte auch. Aber er muss heimlich Diddy sein. Aber wenigstens habt ihr die Challenge geschafft. Und bei einem Filmabend als Belohnung kann ja noch so einiges passieren. Es wird kein Kinoabend geben ohne Abtrennung, weil wir uns dann sehen würden. Ich glaube, wir dürfen uns gleich sehen. Welcher wurde deine rechte Hand? In meiner Hose. Lass ihn. Das wäre krass. Aus 50 Stunden. Warum drückt er nicht einfach? Bro, er ist lame. Und blind werden. Man dachte, es wird so lange blind und dann ist es auf einmal nicht mehr blind. Fix nicht. Ja, schon lustig. Der Typ scheißt so rein. Ernst, Digga. Wie nervig. Ihr dürft die Augenbinden abnehmen. Ah! Alles klar, perfekt. Wir sehen einfach gar nichts wieder vor. Aber wir haben eine Matratze. Wo ist das Kino? Ja. Naja, das mit dem Kino ist so eine Sache. Über die Eier? Mach was, Junge! Und zwar, weil Licht bei euch strengstens verboten ist, gibt's das Ganze nur als Hörbuch. Halt's Maul. Das ist jetzt nicht ernsthaft. Welcher, du musst das watchen. Ah ja, und Copyright haben wir auch. Was soll er machen? Er ist auf Cam. Bro, das kann eh rausgecuttet werden. Auch nicht. Oh, oh mein Gott. Die Laptop. Was ist die f***ing Belohnung? Kinoabend. Das war für dich ein Kinoabend, Alter. Ich dachte jetzt, wir sehen uns plot. Ich dachte. Großes Kino, Netflix-Shit. Das war großes Kino. Ja. Netflix-Shit. Aber sicher, das war's. Oh, das liegt im Bauch. Sagte das Häschen und bekam den größten Durchfall seines Lebens. Ich pack das nicht. Ich auch nicht. Ich mach Platz, hallo. Nach Hause. Oha, Digga, mach was! Geh in die Wand. Nein, geht's weiter, alles gut. Ja. Sieht aber wirklich ein bisschen nach Kuss aus. Glaubst du? Nein, wir wetten nicht. Amaro, du hast echt ein Problem. Nein. Aber egal. Onkel Hitte einfach. Na, also ich... Chat, wer in diesem Punkt, wer hätte nicht gehittet? Eins, wer nicht gehittet hätte, zwei, wer gehittet hätte. Die beiden Turteltäubchen gekommen sind. Oh mein Gott, wäre ich dort, wäre es Action pur. 10 Euro drauf. Wir wetten jetzt nicht am... Jeder. Leider waren sie dann wohl doch ein bisschen zu müde. Und bevor hier jemand eingekuschelt schläft, habe ich dann noch eine Idee. Wollt ihr ein Spiel mit mir spielen? Vielleicht bringt der Stift ja das ein oder andere Geheimnis hervor. Okay, Flocke. Bitte? Schreib uns das auf die Wand. Deinen Bodycount. Boah. Ich hab mich gefickt. Nein. Ich darf ja nicht sagen, was ich hingeschrieben habe. Also ich darf ja die Zahl nicht sagen. Hallo, mein Name ist Fokke, mir geht's phänomenal. Machst du jetzt keine ehrlichen Interviews mehr? Hä, stimmt die oder was? Natürlich sage ich das nochmal nicht, aber ich habe einen Bodycount von 21. Und ja. Probier's nochmal. Das ist nicht mal so schlimm. Bist du eine oder was? Nein, nein. Ich find's ein bisschen traurig, dass du... Zählen Prostituierten auch als Bodycount? Wenn mich von meiner Freundin ausspielen will. Ja! Mit deiner Freundin? What the fuck? Ist es so viel? Ich sag ja immer, alles unter 20 ist in Ordnung. Weißt du, und er weiß, ich hab 21. Digga, die sind so eingekuschelt. Guckt euch das an, Chat. Und dann macht er halt diesen Move. Warte, was machst du jetzt? Mach was, Onkel! Was meinst du? Du hast gesagt 21. 21 ist mein Bodycount. Ich meine, dass das nicht stimmt. Ich hab höher geschätzt. Na, ich? Und deinen ja. Ehrlichkeit wert am längsten, sage ich so gerne. Naja, dann hoffen wir mal, dass es nicht rauskommt. Aber jetzt steht erstmal die nächste Challenge an. Homescare Ank, warum muss schwul sein? Und die ist heute noch das geringste Übel. Neue Chaya. Hey, du hast so. Mit Bonus. Boah, keine Fingernägel. Guten Morgen, Carina. Morgen. Na, also kein
keinen Stimmenunterschied merken, muss dumm sein. Für diese Challenge wurden eure Fotos zerschnitten und einige Teile verdeckt. Ihr bekommt gleich Aussagen vorgelesen, die während des Experiments gemacht wurden. Eure Aufgabe ist es, die Aussagen der richtigen Person zuzuordnen und das entsprechende Teil auf deren Foto umzudrehen. Wenn ihr erfolgreich seid, könnt ihr vielleicht sogar euren Boxpartner zum ersten Mal sehen. Denn bei bestandener Challenge gibt es einen Lichtblitz. Wow. Lichtblitz? Das? Einfach edging. Das ist heftig. Aha. Ah, okay, ich will gewinnen. Der erste Satz ist, Alkohol ist Kacke. Boah. Ich glaube, das war nicht ich. Ja, das kann sein, dass ich das gesagt habe. Ja, das ist richtig. Alkohol ist Kacke. Also dreht Carina das erste Teil auf Flockes Foto. Ich hoffe, die haben ein gutes Bild genommen. Ja, ich hoffe auch. Wer hat's gesagt? Ich will niemanden schämen, aber Bodycount über 45 finde ich schon fragwürdig. Oh. Das warst du. Mann. Ja. Wer hat hier auch noch 45? Das ist ja krass. Wer hat's gesagt? Das Schlimmste ist blond mit blauen Augen. Das hat sie gesagt. Das ist leider auch richtig. Tut mir leid. Okay, du musst irgendwas jetzt umdrehen. Er ist so finished. Von deinem Ding. Warum heult der so? Digga, du bist grown. Ich weiß nicht wieso, aber für mich klingt er sogar wie jemand, der braun. Digga, aber wer will denn nicht? Braune Haare hat und braune Augen. Boah, ich lieb's, das Spiel ist voll einfach. Also so könnte mein Type sein. Na dann wird der Lichtblitz ja eine richtig schöne Überraschung. Außer... Oh nee! So lange. Nein! Glaubst du, du hast mit Absicht gemacht? Runtergeworfen? Ja. Ups. Ja, aber wie dumm. Am Ende sieht sie ihn ja eh. Ich hab's so sehr. Du kannst keine... Das ist ein Dealbreaker für sie. Ja. Blond und blaue Augen. Und eine Beziehung auf Lügen aufbauen, nicht? Touché. Oh Mann. Aber glaubst du, man spürt nicht irgendwie, wo sowas drauf gedruckt ist? Zweifels. Ich versuch irgendwie... Nein! Glaubst du, man kann fühlen, welche Seite bedruckt ist? Das kann nicht funktionieren. Ich bin zu vertieft im Video. I think du lässt das so. Du lässt das so? Ja. Okay, anscheinend werden nach so langer Zeit in der Dunkelheit die anderen Sinne durchaus... Er ist finished. Ja gut, ich sehe gar nichts. Boah, ich hab gar nichts. Ich sehe halt gar nichts. Also die Augen, der geht... Wow. Puh, da hast du jetzt... Das war zu wenig. Glück gehabt. Hast du irgendein Bild, wo du so eine Unterhose anhast? So offen. Nein. Dann hoffe ich wenigstens, dass wir eine Belohnung bekommen haben. Ja, die gibt's. Aber dieses Mal ändert sich nicht nur die Box, sondern vielleicht auch die Frau. Okay. Ja? Eingekuschelt schon wieder. Sie haben... Zwischen ihre Beine. Wie kann ich freaky werden? Wenigstens ein bisschen. Oh mein Gott. Digga, sie sitzt auf sein Shit. Wollen Sie die Voicemail ab... Was ist das? Ja. Ja. Boah, das hört sich voll komisch an, ey. Hallo Kevin, ich bin's wieder. Du fragst dich bestimmt gerade, ob wir uns schon einmal gesehen haben. Der verhält sich wie in einer Schulbeziehung. Ernst, Bro? Oder ob zwischen uns vielleicht auch schon mehr passiert ist. Aber sind wir uns mal ehrlich, du würdest dich sowieso nicht an mich erinnern. Vielleicht sollte ich die Erinnerungen ein bisschen auffrischen. Wir haben den Plan, dass wir sie rausholen ins Interview. Und während sie weg ist, tauschen wir euch aus und du gehst zurück. Aber weil es dunkel ist, wird er ja nicht checken, dass du es bist. Und dann schauen wir einfach, ob er es merkt. Boah, ihr könnt einfach reingehen und ihn einfach küssen. Und vielleicht haben sie ja noch nicht geküsst. Und dann küsst er mich und sie sieht, dass wir nicht geküsst werden. Wenn er dich küsst. Glaubst du, sie kommt auch nicht? Nein, die kommt nicht. Nein, das ist ein... Wenn die sich jetzt küssen, extra, wenn die reinkommt, dann ist Klüpfer. Schau, ich hab schon ein bisschen was gemacht. Nein. Schick sie doch rein, Mike. Schick sie doch rein. Keine Sorge, das machen wir auch. Aber vorher muss doch noch was anderes geregelt werden. Wir müssen ja noch, die machen wieder Sidequests. Nein, ihr müsst nicht mehr mit zusammen. Ich muss groß. Okay, da komm ich mit. Wie ihr wisst, versucht... Ja, was ist das für ein Clip, was du die ganze Zeit schickst? Glaubst du? Nein, wir wetten nicht. Tamara, du hast echt ein... Schickst du mir einen Clip? Versuchen Tamara und ich ein Mini-Blind-Date für meine Assistentin Ines zu organisieren. Was hat er geantwortet? Das ist jetzt morgen. Er hat geschrieben, hey Mike, klingt witzig. Ich wäre gerade für sowas richtig motiviert. Wann hättet ihr das geplant? Okay, wenn er zurückschreibt, musst du los. Was? Hand an Bauch... Berührend an Coochie und die werden nicht freaky. Hä?
Ist das neue Meta? Frag mich, legit, wer diese Frau ist von der Voicemail. Und was sind ihr... Ach. Digga, guck mal, wie die chillen! Die hab ich nicht mal geküsst! Das gibt gar keine Frau. Hä? Oh. Glaubst du, es kommt niemand mehr rein? Nein. Okay, komm rein, komm rein. Hey, du weißt, was du zu tun hast. Ja. Ich bin so nervös, das kann ich nicht mehr reden. Wie findet ihr die Blondine, Chat? W oder L? Lina, bitte in die Interviewbox. Hey, ja, was geht? Okay, wir müssen Carina jetzt ein bisschen hinhalten. Erklär uns doch nochmal, was nach den 50 Stunden passiert. Also die Endentscheidung wird so sein, dass wir entweder eine Beziehung wählen können. Was machst du, wenn er dich nicht küsst? Was, wenn er nichts versucht? Dann komme ich ihn einfach wieder nicht an, oder? Oder gegen generell, dass wir uns... Alle sagen L. ...jemals wiedersehen. Brünetten sind die Hübschesten. Aber wenn du das hinkriegst, dann haben wir hier richtig Drama, glaube ich. Ist das Konzept? Wir müssen trotzdem darüber nachdenken. Das stimmt eigentlich. Er hat ja nicht dazu eingewilligt, sie zu küssen. Doch, er hat zu mir gesagt... Digga, die kackt so rein. Digga. Mit ihren ugly Augenbrauen. Er hat zu mir gesagt, Mikey, du überlegst dir bestimmt irgendwelche krassen Sachen. Mit mir kannst du alles machen. Also, ich bin im Reality-TV. Dann denke ich mir, okay, so passt. Der kommt aus Der kennt sich da aus. Und wenn er das nicht vorher gesagt hätte, würde ich es nicht machen. Aber er war schon so, er hat mich fast herausgefordert. Wir brauchen den Buffer. Ja, stimmt. Das ich muss ja danach richten. Ja, ich organisiere es dir. Oh mein Gott. Carinas Duft heißt sogar Temptation. Ist deine Aufbinde oben? Ja. Passt. Okay. Achtung. Bitte, die werden jetzt freaky. Carina kann wieder rein. Die Edge nicht zu sehr. So, ihr setzt einfach aufs Kissen. Ich leg's jetzt da drüber. Jawohl. Augenbinde kannst du gleich weg, ich sag euch, wenn die Tür zu ist. Halt mal für den Ventilator kurz an, wenn du hier drin bist. Ventilator an, okay? Auf zwei. Auf zwei. Danke, das Interview ist beendet. Gerne. Naja, dann wird's Zeit, Carina auch mal was von unserem Plan zu erzählen. Denn dieses Mal sorgen wir dafür, dass Flocke nichts mehr verheimlichen kann. Du hattest ja gerade dein Interview. Yes. Und du wirst jetzt wieder zurückgehen. Okay. Aber es bist gar nicht du. Okay. Hallo, Carina. Die geht direkt auf der Attacke. Warum flüsterst du jetzt? Ich hab Halsschmerzen. Was ist das eigentlich für Haus in Österreich? Die gehen einfach in einen Raum rein, um zu fragen. Ich hör gar nichts. Mach lauter. Es ist mega warm. Oder nicht, Carina? Aber man sieht gar nichts. Ja, aber Carina müsste das wissen. Man sieht ja auch nichts. Puh, okay, das war knapp. Blondine ist so langsam. Ist ein bisschen Kopf an Kopf, also das sieht aus, als wenn wir können. Ich glaube, er wird langsam warm. Dann kurz passieren. Crazy girl. Was wollen wir essen? Ah! Weiter, Onkel! Hm? Weiter so! Ja. Schnitzel. Hat sie schon was gesagt? Ja. Und er denkt noch immer, dass es nicht bin. Tja, unsere Elena ist eben eine Meisterin der Täuschung. Weg! Schon. Du hast ja Fingernägel. Oder auch nicht. Du hast ja Fingernägel. Ja. Nee, du hast doch vorher keine Fingernägel. Oh mein Gott. Ich glaube, er ist aufgeflogen. Habt ihr mir eine andere Frau hier reingebracht? Klöpferarm. Klöpferarm! Er hätte es nicht gewusst. W Klöpferarm. Was? Habt ihr wirklich jetzt Carina umgetauscht? Jetzt weiß es zwar, aber kann er einem Kuss widerstehen, wenn sie es versucht. Aber wir kennen uns. Wir kennen uns? Ja. Woher? Von Mallorca. Mallorca? Sag mir einfach, dass wir das rufen sollen. Wir haben uns schon mal geküsst. Deswegen würden wir uns küssen. Vielleicht weckt das deine Erinnerung. Nein, das wird ja gar nichts ändern. Wir haben uns schon mal geküsst. Mallorca. Also ist doch nichts Schlimmes dabei. Wart ab. Wart ab. Oh, ist das ein mit dieser Dunkelheit. Er will unbedingt wissen, wer er sie ist. Er will wissen, wer sie küssen will. Warum überlegst du überhaupt so lang? Ich weiß nicht, wer das ist. Ich will mir nicht... Macht es einen Unterschied? Ha? Würde es einen Unterschied machen? Ja, würde es. Weil mich jetzt interessiert, wer die mitmacht. Warum machst du sowas überhaupt mit?
Wenn ich dich jetzt küsse, kann ich ja die nächsten 30 Stunden in Nein, das werde stimmt ich Komm. Ich werde gekillt von ihr. Also, ich wäre sicher nicht mehr so nett zu ihm, wenn ich wieder drinnen wäre. Was sind das für Emotes aus dem Emir Mono Chat? Emir Mono Quandle Ding, Quandle Baby? Baby müde? Was? Was? Hat sie mein Herz brechen gehört gerade? Okay! Aber warum bei der und bei der ersten nicht? Er hat so einen Boner, das ist nicht mehr normal. Chat, wer hat einen Boner? 1, ja, 2, nein. Das ist gar nicht passiert, sein Gott. Er ist finished, er hat gesailed. Geht's dir gut? Tamara. Alter, das hab ich nicht kommen sehen, das hab ich nicht kommen sehen. What the f***? Das ist so krass. Willst du zurück oder willst du abbrechen? Ich meine, das tut ja schon... Die andere will eh noch ernst. Alle Chancen für die Zukunft zerstören. Also ich finde, weil man denkt, es ist okay. Nein, nein, ich will schon... konfrontieren. Ich hole sie mal, oder? Ja. Er wusste, dass ich nicht Carina bin und er küsst mich trotzdem. Die Jungs sind so corny, Bro, du hast nur rumgeleckt. Aber war's gut? Nein. Was? Du bist auch noch gerostet. Du musst jetzt Bitch für Bitch gehen. Geh Band für Band. Nächste Chai. Komm, nächste Chai. Bist du schon rein? Komm jetzt rein. Willst du zuschauen? Hast du zuschauen? Ja. Ja. Was ein Ich erkenne doch meine Carina. Warum spielt so krass, man denkt, der Das war sie nicht. Und er wollte es mir so verkaufen. Was ein Ich erkenne das doch. Oh, Mann. Das ist Carina. Carina? Hm? Bist du sauer? Was war? Ich habe dir einmal küssen müssen. Müssen? Müssen. Ja. Du musstest. Sie wollte unbedingt, aber es hat keine. Also, das war safe. Ich habe die Frau noch nie. Digga, der kackt rein. Und, also, das war Quatsch. Oh. Ach, Flöckchen. Carina macht das Loki aber geil. Und sie hatte Fingernägel. Und da hab ich gemerkt, okay, das ist nicht. Du hast es nicht an meiner Stimme gemerkt. Du hast es nicht an meinem Körper gemerkt. Sie hat leise geredet. Du hast es nur an den Nägeln gemerkt? Ich lag da. Ich lag hier. Digga, Carina würde sogar mit. Ihr Murat macht. In meinem Krebele unten drin. Boah, wie unnötig. Super Stimmung hier drin jetzt auf. Immer wenn Chias mad sind, weil du mit anderen Chias was gemacht hast, die sagen, wie unnötig. Auf jeden Fall. Mhm. Denkt ihr, diese Carina ist wirklich mad? Danke, Mike. Mach. Komm. Komm. Carina ist low-key horny. Er ist da. Er ist da? Ja. Nicht das Essen? Nein. Er ist es. Okay. Ines! Ja? Ich erzähl dir jetzt einen Witz. Es ist Zeit für den Witz. Ja! Komm. Hast du einmal so... Ja, so einen Kuss. Ja, einmal so... Einmal? Ja, nee, ich hab mit dir 2 Stunden hier rum. Du hast mich nur einmal geküsst. Doch. Nein, ich hab's gehört. Doch. Ja, warum ist sie so corny? Oh, es war so. Ja, okay, das ist ja ein langer Kuss. Ja, egal. Von mir kriegst du keinen mehr. Das wäre schade, denn am Ende der 50 Stunden geht das Licht nur an, wenn beide eine Beziehung wählen. Entscheiden sie sich dagegen, bleibt ihre Liebe im Dunkeln. Und wir erfahren nie, wie Carina auf ihr Goldlöckchen... Aber sein Corny hat wirklich nicht die Beziehung bekommen, wenn er so einen Scheiß hat. Löckchen reagiert. What kein Game hat er. Was so gar nicht mein Fall. Wäre blond mit blauen Augen. Um dieses System zu testen, gilt das gleiche auch für Ines Minidate, wo die Augenbinden ebenfalls nur... Der arme blonde Typ, der wurde einfach mit einem Golem morgen geputtet. Nebenbei Els catchen einfach, der arme. Der fährt extra dahin, um mit einem Golem auf ein Date zu gehen. Alter, das muss crazy. ...genommen werden dürfen, wenn beide einem zweiten Date zustimmen. Es gibt da was, was du noch nicht weißt. Na, vielleicht hast du es schon gemerkt. Willst du es sagen? Ja. Mike hat mir geholfen, mein Freund. Let's Hugo mit Gold zu finden. Dann sind wir die ganze Zeit hier am Daten und irgendwie ist es unfair, wenn du nicht auch datest. Wir fanden es einfach für... Die sind nicht sehr ass. Digga, also wirklich, ich würde niemals... Anders sein. Weil wir hören dich auch manchmal alleine lachen. Golem Ginger.
Die, warum lacht die so viel? Sie macht wirklich einen Partner. Wird langsam concerning. Oh, hab ich nur gespannt. Ja. Das finden wir toll. Ja, ja. Aber darf ich ihn sehen? Nein. Ich habe auch keinen Bock auf diese Stimmung. Ich will eigentlich... Dirty Cooch. Ich will eigentlich ja nett zu dir sein, aber ich kann es halt gerade im Moment nicht. Das ist kein Problem. Willst du abbrechen? Die sind wieder eingekuschelt. Digga, du kannst wirklich einfach so deine Hand reintun und reingehen in die... Du kannst reingehen, es wird nichts passieren. Vertrau, die wird nichts machen. Ich muss das halt schon... Bro, du hast... Wie heißt das? Freiheit? Freifahrtschein? Freifahrtschein! Versuchen irgendwie so abzuwiegen. Ich fühle mich ja auch wohl mit ihm so. Dann sind wir mal doppelt gespannt. Denn nicht nur Carina. Einfach, er ist fremdgegangen, aber ihr ist egal. Er hat gerade eine wichtige Entscheidung zu treffen. Jo, was hat die für Haare? Was? Jo, lustig. Hi! Hallo! Er wurde so abgesetzt. Gib mal Hand. Wohl. Grüß dich! Hallo! Wer bist du? Eine Hand! On! Hey, ich bin Niki. Hey, ich bin Niki. Wie geht's Ines? Boah, ja. Kein Österreicher, bitte nicht so kreuen. Hast du sowas schon gemacht? Tatsächlich schon. Steck den verdammten Lümmel rein. Ich hab da voll viel gespürt, so beim Lachen und sowas. Einen neuen Menschen kennenzulernen, ohne ihn zu sehen. Einen neuen Menschen kennenzulernen? Es ist echt ein cooles Erlebnis. Es ist selten ein cooles Erlebnis. Du musst mir jetzt dann signalisieren mit Daumen oder hoch oder runter, ob du dich nochmal treffen würdest. Ja, also, was sagst du? Ja. Er ist so finnisch. Aber wollte kurz einfach nur nochmal. Let's go auf La Luli. Ja, zweites Date. Glaubst du, wenn sich einer von uns für Nein entscheidet, dass wir uns dann auch nie sehen? Dürfen wir ja nicht. Das ist ja das Prinzip der Show. Wenn beide Ja sagen für ein zweites Treffen, dürft ihr die Augenbinden abnehmen und euch sehen. Okay. Und wenn mindestens... Der wird so traurig sein. ...eine Person Nein gesagt hat, dann dürft ihr euch nie sehen. Wie geht's dir damit? Ich weiß nicht, wie es mir damit geht. Es ist halt Udos Commitment, aber es wäre halt auch voll schade, wenn es so... Wenn wir uns nie sehen. Okay. Willst du es verkünden? Ja, ich will es verkünden. Ja, okay. Du musst jetzt die Augenbinden oben lassen und ich führe dich raus. Hölle? Hat jemand Nein gesagt? Tja. Er hat Ja gesagt, sie hat Nein gesagt. Das muss crazy. So ist das mit der Liebe. Es kann halt nicht immer funktionieren. Also ich finde, das war lustig. Mhm. Und das ist sehr cool und chillig. Aber... Auch Auch in der Box ist die Stimmung nicht gerade rosig. Aber das kann sich schnell ändern. Und zwar mit der nächsten Challenge. Bei der lässt sich der Lippenkontakt nämlich kaum vermeiden. Das Video ist sehr krass produziert, muss man geben. Chat, gib sein Bug W einmal dafür. Oha, die gehen jetzt crazy. Kommen zu eurer Challenge. Vögelbar. Was? Vögelbar. Vögelbar? Ja, ihr seid heute Kellner in einer Bar von Vögel für Vögel. Und gerade hat jemand einen Drink bestellt. Warum sind die da hingekniet, Loki? Ist das freaky Moment? Boah. Ihr habt eine Minute Zeit, um ihn vom Barkeeper zur Kundschaft zu befördern. Und wie die Vögel macht ihr das Ganze natürlich auch. Freihändig. Okay. Ich hab's nicht verstanden. Schau. Chat, sie geht jetzt Band over. Ich nehme jetzt Flüssigkeit von diesem... Murat schaltet wieder Werbung. Wirklich? Getränk, was hier irgendwo ist. Ja. In den Mund und spuck es in deinen Mund. Ja. Und du musst es dann auf deine Seite ins Getränk reingeben. Aber ich, wo ist meine Seite? Tja. Das war Joe. Schon blöd, wenn man nicht sehen kann. Ich will euch daran erinnern, dass es in der Box gerade so aussieht. Hä? Was ist denn? Hä? Aber zum Glück haben wir für solche Fälle ein Nachtsichtgerät. Hä? Du kleine Carina, Digga. Ich dachte, ich werde dich nicht mehr küssen, weil du hast ein anderes Mädchen geküsst. Warum capten diese Chairs immer? Ilias Bett 06 ein Schein Prime. Ich will das noch einmal probieren. In der Toilette. Ich will meine Sch im Dunkeln sehen. Die machen rum! Puh, da geht's ja schon wieder richtig zur Sache. Du musst ein bisschen höher. Also für mich sieht das aus, als gäbe es da noch eine Chance. Die Challenge wurde bestanden. For the streets. Wir haben endlich unsere Gegenstände bekommen. Davis. Oh mein Gott, unsere Dinger. Unsere Dinger? Bevor wir angefangen haben zu drehen, durften wir uns für so einen Spezialgegenstand entscheiden, den einfach Cheerleader. Wir mit in die Box nehmen. Beckham, willst du mein Cheerleaderin werden? Was hast du? Ich hab so ein Kopfmassage-Ding. Ich hab ein... Warum sieht sie auf Instagram besser aus? Die sieht doch nicht auf Insta besser aus. Bist du langsam?
Die sieht in dem Video viel besser aus als auf Insta. Okay, nicht viel, aber... Ich hab Like bei dem Post? Okay, Chat. Soll ich auf DM gehen? Ne, ich hab nicht geschrieben. Ich hab nicht geschrieben. Zum Glück. Ein Parfüm, weil ich dann back in die Realität wiederkomme. Stimmt. In der Box weiß man nie so genau, was real ist und was nicht. Jedes Mal, wenn Carina vom Interview zurückkommt, ist Flocke richtig paranoid, dass wir die Frau schon wieder ausgetauscht haben. Sag mal was. Der Touch. Ja. Nein. Geburt. Wieder Fake, Chat. Datum. 23.12. Nein, das ist richtig. Ja, wie ist es? Aber ich glaube, da geht noch was. Glaube ich wirklich. Ja, das Problem ist halt, dass es halt voll reingeschissen hat. Das wird der Ellen. Also war vielleicht mal eine lustige Idee, aber hat voll reingekackt. Jetzt weiß ich nicht, ob die sagt, okay, ja, machen wir oder machen wir nicht. Kann ich bei ihr jetzt nicht einschätzen. Kannst du dir ein Leben außerhalb der Box vorstellen? Ja. Ich habe seine Nähe trotzdem. Also ich habe ihn gern bei mir und so. Kannst du dir ein Leben ohne mir außerhalb der Box? Das muss crazy. Ehrlich gesagt, ziemlich, ziemlich gut. Mal gucken, was passiert. Ja, wir gucken. Ich dachte mir aber auch, dass es vielleicht weak ist. Ja, wir gucken. Wenn ich ihm verzeihe. Ich hatte mir auch gedacht, so, er bekommt jetzt so Silent Treatment. Aha, Silent Treatment nennt man das. Band over. Heutzutage also. Er haut auf ihr Gesicht. Ich frage. Was für Silent Treatment? Einfach mal nicht nach. Komm mal, Chat. Diese Chai juckt das gar nicht, Bro! Die juckt das ein Scheißdreck, dass er mit einer anderen rumgemacht hat. Onkel ist am Score. Halbe Stunde machen die rum. Das ist der Krux an der Sache. Die sehen alles. Guck mal, die meinte, die würde jetzt folgen, meinte die damit. Aber wegen Kamera nicht. Meint, der hat Boner, der hat schon seine Hose 100% so gesplashed. Die sehen alles und die hören alles. Mir ist gerade eingefallen. Was ist das für eine Kach? Boah, Berkan, du warst schon mal ein ganzes Video drin. Die wurde ausgewechselt, um zu sehen, ob er fremdgehen würde. Der ist fremdgegangen, die will trotzdem. Was ist, wenn er sie die ganze Zeit verarscht? Er, sie? Ja. Wieso? Inwiefern? Carina! Ja? Gib mir deine Hand! Ich würde auf Undercover drücken. Digga, so. Naja, ist der V-Typ. Also so mäßig, er macht sein Ding und dann geht er weiter. Ja, der macht ja die ganze Zeit Formate. Ja, den Tisch ein. Hä? Ein sechsten Monat, aber da steht nicht sechsten Monat. Warum? Ein Date, ja. Ah, du hast jetzt 6 Monate im Voraus geholt, oder warum? Ach, das war ein Spiel. Die Box hat uns beiden mit anderen Augen sehen lassen. Ich glaube, sie meint es ernst. Ich glaube, sie meint es auch nicht. Ernst. Ich weiß es, Ben, nicht. Und dementsprechend will ich dich hier und jetzt fragen. Hoffentlich gibt es da keinen Heartbreak. Darf ich dich von einem anderen Blickwinkel bald sehen? Money. Und das wäre gleich der schlimmste Heartbreak. Wenn alles fake war? Ja, ich glaube, das wird schon... Was war denn fake? Intense. Was? Ja? Soll man sie fragen? Ja, red du mal mit ihr. Kann ich das sagen? Anna fühlt mich schlecht ihm gegenüber, aber egal. Wir sagen ja nicht, dass es stimmt. Hey. Hi. Hallo. Hi. Hi. Man kann bedenken und wir haben uns angehört und dann dachten wir, okay, maybe ist da was dran. Oh. Also, wir wissen ja nicht, wie ernst du das wirklich nimmst. Und er ist halt ein TV-Dude. Mhm. Und wir denken uns vielleicht, maybe es sind ein paar Sachen für so... Dass du eher wegen Show da ist und nicht zu wegen. Und die Angst, dass ich mich verliebe? Digga, die sind mir zu süß. Diese Chaya hier verliebt sich in jeden. Gib mir... Hol Hason diesen Cage, die wird mit ihm rummachen. Hol Berkan, hol wen ihr wollt. Egal wen. Ja. Mein Herz gebrochen. Deswegen machen wir uns Sorgen. Oh. Wirklich so clingy? Wirklich so in love? Nein, gar nicht. Also, ja. Echt? Kannst du auf Google Fly... Die Jungs sind so dumm, Digga. Jetzt mal gucken, was... Hol mich bitte. ...ein Flug nach Berlin kostet für morgen. Nimmst du nicht mit? Ich nehme es mit. Ja? Man merkt, für dich ist es schon real. Mhm. Du gibst...
Für sie ist nicht real, Bro. Sie bumst mit jedem, Bro. Sie geht irgendeine Büchse rein mit irgendjemand, den sie nicht mal sieht, Bro. Der Typ geht sogar fremd, ohne was zu sehen und macht trotzdem mit ihr rum, Bro. Komm mal. Die letzte Chance, und bei ihm weiß ich halt nicht, ob er das überhaupt, diesen Schalter im Kopf, anmachen kann. Mhm. Oder wie fühlt es jetzt an? Wie kommt es vor ihm rüber? Ich weiß es nicht. Scheint so, als gäbe es für Carina noch einiges, worüber sie nachdenken muss. Carina, ich habe das Gefühl, seit deinem Interviewgespräch machst du dir nur Gedanken und der Vibe zwischen uns ist verloren. Was ist da los? Das ganze Stadion. Carina, ich habe das Gefühl, du nimmst das Ganze hier nicht ernst. Ich habe das Gefühl, du nimmst das Ganze hier nicht ernst. Ich? Ich weiß nicht, wie das so ist bei den TV-Shows, die er gemacht hat, wie viel davon wirklich echt ist. Gut, wäre jetzt Elena nicht da, dann wäre ich da auch ein bisschen zielsicherer gewesen. Ich nehme dir das auch nicht so krass übel, das mit dem Kuss. Ich hätte halt nicht gemacht, aber... Ja, ich wollte unbedingt wissen, wer das ist. Wenn das jetzt irgendeine Fremde wäre, hätte ich die nicht geküsst. Aber dadurch, dass ich sie anscheinend kenne, will ich unbedingt wissen, wer ist das? Wer? Wieso betitelst du mich als hässlich? Sei ehrlich, langsam verletzt mich das. Streamer macht seinen Cutter und Mod runter. Wer sagt bei so etwas zu? Die streiten die ganze Zeit, dann machen sie auf einmal wieder rum. Ich bin so gespannt, was die am Ende wählen. Ihr wisst, egal wie viel Höhen und Tiefen wir in der Box sehen, am Ende gibt es nur zwei Entscheidungsmöglichkeiten. Ist es die Beziehung oder ist es die Trennung und wir sehen uns nie wieder? Ah, keine Ahnung. Ja, ich hab verkackt. Safe hab ich verkackt. Ich hab mir... ich hab schon gelesen. Die Red Flag sowas von abgeholt. Entdeckt da etwa jemand das Gefühl von Reue? Ich gehe schon voll davon aus, du machst rot und dann ist gut. Das gehe ich voll von aus. Ich habe kurz vergessen, dass wir das gerade filmen. Ich dachte, das ist schon auf Netflix. Es tut mir wirklich leid, ich wollte dich nicht enttäuschen oder sonst irgendwas. Ich nehme es dir wirklich nicht so böse, wie du denkst. Mir ist bewusst, dass wir uns kaum kennen. Ich finde das so lustig, dass du das sagst. Ich weiß mehr über dich als über jemand anders. Ich schwöre es dir bei Gott, ich kann dir von niemand, den ich kenne, egal ob PS4, PS5, Gaming, Laptop, wir sind alle Gamer, Schatz. Ich muss dazu sagen, aber bei dir habe ich mir das direkt gemerkt. Ich weiß, du hast einen abgebrochenen Zahn. Das, wo ich mir auch denke, so, warum weiß ich sowas? Warum merke ich mir sowas? Pippi? Pippi? Wir sind in der Bubble. Was redest du? Wir haben Lagerkoller. Oh mein Gott, du hast das Krasseste verpasst. Pippi Kaka. Ist das jetzt eine Tasse? Erzähl! Ja. Ted, ich habe heute zwei Kaffees getrunken. Bin ich am Ende? Um 4.57 Uhr habe ich sehr viel Bewegung in der Box reingenommen. Wir haben nicht gewettet. Also ich weiß nicht, was passiert ist, aber wir... Ja. Haben so, also Ines... Das müsste ich mal vorstellen, dass die sie so ein bisschen rein, wie sie ausschauen. Vielleicht sind sie gar nicht... Normalste Menge. ...schalte zueinander sind so. Das finde ich krass. Ich sag euch ehrlich. Naja, und eine wichtige Sache gab es in dieser Nacht ja noch. Dann hört man ein komisches Klingeln und dann weiß man, okay, irgendwas passiert jetzt. Es ist auch so, die aus dem Tiefschlaf. Die haben einfach blind zu reißen, vielleicht die wichtigste Entscheidung in ihrem Leben. Ich bin rausgegangen, hab die Augenbinde abgenommen und es ist hell. Wie früh ist denn? Und da waren zwei Verträge vor mir. Das ist schon komisch, Mann. Ich hoffe, das ist ein Knebelvertrag und er verkauft seine Seele. So ein Vertrag vorgelegt bekommt. Man redet drüber, man hat es im Hinterkopf und das alles. Ah! Stell dir vor, wir wählen beide grün. Und dann bin ich einfach deine Freundin. Du bist mein Freund. Aber wenn du wirklich vor der Entscheidung bist, ja oder nein. Wir dürfen uns nicht kontaktieren, wenn wir rot haben. Wir dürfen nicht miteinander schreiben und sie sehen gar nichts. Das könnte deren Partner sein, mit dem sie Kinder haben. Ich glaube schon, dass er ein guter Freund sein könnte, aber... Er hat keine Zeit. Wir verstehen uns sehr gut. Er lebt 10 Stunden Fahrt weit weg. Ihr Humor ist phänomenal. Die ganzen Red Flags. Ihre Stimme. Sein Bodycount. Ah ja, der Bodycount. Deswegen habe ich mir dann gedacht, warum sollte sie überhaupt grün machen, wenn ich... Ich bin über den 40 mit dem Bodycount. Wieso lügst du dann und sagst 21 zu mir? Das war der Running Gag. Okay, wie viel ist es jetzt wirklich? Ich weiß es nicht, ich kann es dir nicht sagen. Ich glaub's über 100? Ja, easy. Also. Er hat STDs. Ich hatte eins, wenn er STDs hat, zwei, wenn nicht. Schon, ja. Und das war noch nicht mal das Schlimmste. Ja, das mit dem Kuss. Dann sind wir doch mal gespannt. Einfach, der ist dir fremd gegangen und dich juckt das nicht. Eine Stunde. Chlamydien. Verbleibend. Carina,
Können wir bitte die Box nie verlassen? Ach, Gottes Willen, ey. Das waren also die 50 Stunden. Ich hab jetzt so Angst. Einfach dieses Gefühl von, jetzt sieht mich die andere Person. Und er ist ja gar nicht ihr Teil. Null, also das Gegenteil. Was machen? Wer will diesen tätowierten Ank haben? Wenn wir uns nicht attraktiv finden. Ja. Ja, was machen wir da? Ich gehe ja jetzt auch in Real Life sozusagen nicht mit der erstbesten Person in eine Beziehung. Ich kann mir vorstellen, dass... Ah, wirklich? ...du gar keinen Bock drauf hast, dass du denkst, ich kann die Beziehung nicht wählen. Was ist STDs? Krankheiten? Weil ich... Sexuelle. ...will diesen Moment nicht, wo das Licht angeht. Ich will einfach den auf den Weg gehen. Guck mal, hier haben wir unser erstes Date gehabt. Ich heiße Carina. Hallo Carina. Unser ersten Streit. Du hast es nicht an meiner Stimme gemerkt, du hast es nicht an meinem Körper gemerkt. Wir sind gar nicht bereit für die... Chat, gibt es einen Bug? Immer wenn ich mit Chas irgendwas Ernstes hatte, die meinten, die so, wenn wir uns vertragen haben, so, dass sie so low-key das cool finden, wenn wir streiten, weil sonst wäre es langweilig. Ist Streiten wichtig in einer Beziehung, Chat? Also wenn es gar keinen Streit gäbe, wäre das lame? 1, Streit wichtig, 2 ist Tod von Chayas. Ja, ja, ja. Money. Oh Gott, ja. Versöhnungs... Okay, wer kann? Die Welt da draußen. Ja, W Entertainment. Ja, aber auf Kampf bockt auch nicht. Er meint... Ja, als ob er Streit fühlt. Ich fühle das gar nicht. Er hätte gerne eine Freundin. Ich habe gar keine Zeit für sowas. Aber ich Streit ist wert. Bin mir nicht sicher, ob er das so ernst meint. Ich komme aus dem Reality-Business. Mir ist bewusst, in 50... Versöhnungsex immer danach. Bei Gott sogar nein. Die Stunden kann... Entweder ihr capped oder ihr seid wirklich freaky. Wenn man sich verlieben, wenn man von morgens bis abends redet. Ich weiß mehr über dich, als wenn ich mit sonst irgendjemand... Weil wir haben keinen Alltag. Wir reden nur. Es ist schwer. Es ist so schwer. Man hat ja diese Zeit, die man erlebt, erlebt man gemeinsam mit jemand. Das schweißt ja auch enorm zusammen. 50 Stunden... Aber ich check ein bisschen, wenn die meinen, so man erlebt das zusammen, weil das ist ein bisschen wie Submarathon. Aber nachdem die gegangen sind, war mir egal, Loki. Sind im Real Life. Und das waren Männer, also ich bin am Trip. 2 Monate. Da sind sie. Würdest du, sag ehrlich. Was? Würdest du dich dran halten? Ganz egal, ja, wer es ist. Doch. So nie wiederzusehen. Man wird sich vielleicht über den Weg laufen. Spielst du noch Wukong heute ja direkt danach? Irgendwann, das kann man nicht verhindern. Aber das ist ja dann auch das Prinzip, ist ja dann verloren. Das ist mein... Okay. Vertrag Nummer 1. Soll ich wieder vorlesen? Den Vertrag, aber nicht die Person. Weißt du, was ich mir dachte? Einen machst du auf, einen mach ich auf. Oh mein Gott! Wir haben unsere eigene Lektion, aber wir sagen es noch nicht. Und dann machen wir kurz bevor du es sagen musst, mache ich so oder so. Und dann weißt du, ob ja oder nein. Oh mein Gott. Das ist so eine gute Idee. Was ist für indische Musik? Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal so aufgeregt war. Wir kennen uns, aber wir haben uns nie gesehen. Die Box hat uns erschaffen und uns zerstört. Er ist kein Poet. Ja, dann verkünden wir es jetzt. Seine Tattoos haben ihm Loki zerstört. Ich hab gefahren. Seid ihr bereit für die Wahrheit? Macht doch jetzt einfach. Das Gute ist, dass ich selbst noch nicht mal weiß, wie es ausgeht. Oh, meine Hände sind so schwitzig. Meine auch. Ich weiß nur von einem Vertrag und Tamara vom anderen. Kurz bevor du es sagen musst, mache ich so oder so. Mach doch, Mikey. Tamara gibt Zeichen. Roddy Rich, the box. Ich habe soeben erfahren, wie der zweite Vertrag läuft. Warum sieht der aus wie Tribes? Auf E-Scooter-Tour. Okay. Wir sind in der Box eh schon 5-mal zusammen, 5-mal auseinander. Ja, yeah, wir haben ja alles erlebt. Die Red Flags sind halt sehr... Die Red Flags. Neonrot. Ist es die Beziehung oder ist es die Trennung und wir sehen uns nie wieder? Ja? Hier kommt euer Ergebnis. Ihr seid offiziell in einer Beziehung. Wir sind in einer Beziehung. Oh Gott, das ist ein... Cornierster Onkel mit E-Girl zusammen. Die haben sich nicht einmal gesehen, die gehen in Beziehung ein. Chad, bin ich Sigma mit diesem Bart? Soll ich weiter wachsen lassen? Das sind, glaube ich, so 3-4 Tage oder so. Soll ich das weiter wachsen lassen, so? Und jetzt atmet, jetzt wird's creepy. Mein Herz klopft so schnell. Oh Gott, das ist ein Seh. Lass das. Letztes Mal so aufgeregt war. Ich bin so lustig, Digga. Letztes Mal so aufgeregt
letzte Mal so ab. Wir haben uns nie gesehen. Ja, ich bin zu goated, Digga. Ja, ich glaub es gar nicht. Ich glaub's nicht. Sie sehen sich. Jetzt ist es creepy. Jetzt wird's creepy. Seid ihr bereit? Euren Partner, die blockiert ihn nach dem ersten View, das erste Mal zu Gesicht zu bekommen. Was so gar nicht mein Fall wäre, blond mit blauen Augen. Das machen wir, wenn wir uns nicht attraktiv finden. Boah, bitte macht sie nicht direkt Schluss, wenn sie ihn sieht. Ösi, Mr. Beast am Trip. Dann mache ich keine Box mehr. Sag ich dir ehrlich, Matchmaker versagt. Ja, komm doch. Du kannst ja gut in die Flöten blasen. Okay. Subscribe. Für keinen Content mehr. Die machen jetzt Licht an, ne? Oh mein Gott. Loki, ich bin selbst ein bisschen aufgeregt. 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 Ich schwöre, ich hab nicht pre-watch. Na gut, hier kommt das Licht. Oh mein Gott. Ach Gott, ich hab mich ganz anders vorgestellt. Er ist finished. Oh, crazy. Oh Gott, ey, ist das komisch. Hi. Hi. Das Licht ging an und dann sitzt da einfach jemand mit blauen Augen und blonden Haaren vor mir. Okay, blond. Sie ist nicht glücklich. Ja. Crazy. Ja, was soll ich sagen? Was soll ich machen? Ist es viel geschlagen? Ich weiß nicht. Gibst du nur die Option zum Schluss? Oder gar nicht? Die lacht ihn einfach aus vor ihm. Die ist valid, sogar die ist sehr valid, aber er ist der tote Taz, das ist ein toter Onkel. Und jetzt, wo ihr euren Partner gesehen habt, stellt ihr die Beziehung in Frage. Mhm. Nö. Nee. Was? Frage. Und jetzt, wo ihr euren Partner gesehen habt, stellt ihr die Beziehung in Frage. Was heißt das? Mm-mm. Nö. Die lügt, Loki, ne? Ich find's ganz süß. Ja? Ja. Okay. Er hat so ein freundliches Gesicht, also so freundliche blaue Augen. Schon die gut in die Augen schauen, weißt du? Ja. Also die Dinge, die mir an ihm gefallen haben in der Box, als es noch dunkel war, diese Seite will ich ja trotzdem noch kennenlernen irgendwie, weil die fand ich ja gut an ihm. Küssen. Darf ich sie küssen? Mhm. Okay, Digga, die meint sogar ernst. Digga, aber was ist das für eine Bob-Chat? Stell mal vor, die Frau, die ihr später wirklich heiraten wollt, ne? Berkan, du musst dir das jetzt vorstellen. Die Frau, die du später heiraten willst, okay? Du warst mit der 5 Jahre zusammen. Du siehst das Video, du siehst einfach Videos von der, wie die in irgendeine Box reingeht mit einem voll tätowierten Onkel mit Bodycount 100, Freaky Temptation Island Gänger, der ihr fremd geht, trotzdem mit ihm rummacht und mit ihm will, obwohl er nicht mal ihr Type ist. Also das heißt, die ist wirklich die randrooste Frau aus ganz Österreich. Ich sag nicht ohne Grund kein Social Media. Er denkt, er hat gepreached. Grüne Glocke. Ich bin gespannt, ich werde eure Instagrams auf jeden Fall stalken. Ja. Nicht zusammen, Chat. So Leute, WooCom hat fertig heruntergeladen. So.